Die kennen Sie, ja? Jetzt war ich mir zu ganz gut erlaubt. Also. Gottes Willen. Sie wissen alle. Das ist Gott, aber das war wirklich. Aha, und was ist gut? Das ist ein. Steht hier drauf ein. Nee, jeder ist nur. Ich rechts, ich links. Jeder hat doch eine rechte Hand und eine auf linke Hand. Auf jeden Fall nicht. Ja, ja. Amalia. Nicht hier in Dresden. Herz ist auf der linken Seite. Aber wir stehen Amalia für Frieden und das steht der Islam nicht. Der andere ist die Waffe. Wie bitte? Wir stehen für Frieden und das steht der Islam stimmt nicht. Wie bitte? Genau. Der Islam. Das ist dreimal. Wir stehen für Frieden und das steht der Islam nicht. Der Islam steht nicht für Frieden? Nein. Nein. Nee. Nee. Ist Islam ist Unterwerfung. Unterwerfung und Krieg. Das ist das Problem. Aber ich werde jetzt schon wieder aufgegangen, aber wenn Sie da drin sind, gehe ich bestimmt nicht rein. Islam heißt Unterwerfung. Bedeutet, von der Islam in einem Raum zu sitzen. Nein, aber Ihr Glauben sagt mir mehr als genug. Genau. Woher kennen Sie meinen Glauben? Ja, das sieht man ja wohl. Woran sehen Sie das? Das ist eine orientalische Gleichheit. Das Christentum ist aus dem Orient, das Judentum ist aus dem Orient. Ja, das soll doch dort bleiben. Das ist eine orientalische Kleidung. Dann soll es im Orient bleiben. Das soll auch im Orient bleiben. Das Christentum ist auch nicht im Orient geblieben. Das würde doch das Christentum nicht mit dem Islam vergleichen. Das sind ja zwei komplett verschiedene Sachen. Also das eine ist eine barbarische Ideologie, das andere ist eine Religion. Und Sie sind ein Barbar. Ja. Oder auch Berber. Ja, wissen Sie was? Ein Berber. Ich glaube, ich muss nicht mit Mädchen von 9 Jahren ins Bett, wie der Prophet Mohammed gemacht hat. Genau. Sie wollen uns ernsthaft erzählen, Islam ist Frieden? Ihr Glaube sorgt von Krieg, Terror und Blut auf der ganzen Welt. Ja. Sie machen hier Krieg. Sie machen Krieg. Sie sorgen für Krieg hier. Sie machen. Sie sind kein Christ. Denn alle Christen respektieren andere Religionen. Ich respektiere keine Islam, das ist Religion. Ja, Islam ist das abfälligste Glaube, das Sie sind das abfälligste, was ich je erlebt habe. Dankeschön, das möchte ich auch gerne hören. Ich möchte mit Ihnen sowieso nichts zu tun haben. Ich will auch mit Ihnen nichts zu tun haben. Ja, das will ich sagen. Wer solche uns doch kein Gespräch öffnet. Schon solcher Fuck you. Schon dann also, das zeigt Ihr Niveau. Ja, fuck you. In Syrien zeigt das Niveau von der Islam. Ihr Terroranschlag, ja, in Türkei zeigt das Niveau von der Islam. Ihr persönlich, die da können. Meinen Sie vielleicht, wir brauchen die Legida? Meinen Sie, wir brauchen die Legida? Was? Wir wollen das nicht in Europa. Genau. Wer sind denn wir? Wir haben Anstand. Wer ist denn wir hier? Wer ist hier? Wir gehören hierher. Kirche. Ach, und ich gehöre nicht hierher. Nein. Wo soll ich denn hingehen? Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Der Islam gehört nicht zu Europa. Und Goethe gehört auch nicht zu Europa. Und Goethe ist hier geworden. Goethe hat gesagt, im Islam leben und sterben wir alle. Hat Goethe im Westen. Sie sind ja so blöd, Sie wissen doch gar nicht. Sie kennen doch nicht mal Goethe. Sie arrogantes Fakti. Sie kennen doch nicht mal den Goethes. Sie sind doch nicht mal diskussionsfähig. Sie kennen doch nicht mal den westöstlichen Divan. Dort hat er das nämlich geschrieben. So beschränkt sind Sie. Was hat das damit zu tun? Ja, Sie haben mich beleidigt. Sie haben mich beleidigt. Ich soll mich verpissen und ich soll. Ja, Sie haben mich beleidigt. Keiner sonst. Der Mann hat gesagt, mein Glaube wäre nicht. Jeder Mensch in Deutschland kann einen Glauben haben, den er will. Und ich lasse mir das von Ihnen nicht verbieten. Und vor allem nicht von dem Schweizer. Der Islam gehört nicht zu Europa. Der Islam gehört im Samstag darüber.
Islam, Islam gehört nicht zu Deutschland. Islam gehört. Goethe gehört dir nach auch nicht zu Deutschland. Ja, Islam gehört nicht zu Deutschland. Goethe hat gesagt, im Islam leben und sterben wir alle. Und da Sie sind so beschränkt, dass Sie das nicht mal wissen. Ich sehe jeden Tag den Terror, was der Islam ist. Ich kann hingehen, wo ich will. Ich bin ein freier Bürger in einem freien Land. Genau, wir auch. Und wir haben das Recht, und wir auch. Und ich habe auch das Recht, hier zu stehen. Ja, stehen Sie, setzen Sie sich hin. Von Ihnen lassen wir keine Vorschriften machen. Aber darf es das eben auf Predigt haben, wie friedlich der Islam ist, sind Sie ganz schön aggressiv, mein Lieber. Du kannst mit deiner vulgären Gottessprache, wo hat das denn gehen? Man sieht doch die Frauenpeitsche, das Land von Goethe und Schiller. Der Islam gehört nicht zu Europa. Der Islam gehört nicht zu Europa. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und was war der Prophet Mohammed mit Mädchen von 9 Jahren? Halt deine Fresse! Was war Mohammed? Was war Mohammed? Das war Mohammed, mit Mädchen von 9 Jahren ins Bett. Aisha, komm, Aisha, Mohammed, komm da. Du Mohammed ist, du hast doch eine Macke, das macht man mit Mohammed. Eine Meise hast du. Das macht man mit Mohammed. Das ist jetzt echt Argument. Das ist wir wollen den Islam. Eine Amadia-Gemeinde. Das ist doch nicht so.